Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Subnautica. Wir haben das letzte Mal mit dieser wirklich atemberaubenden Aussicht aufgehört und dieser nicht ganz werterhaltenen Immobilie auf der Spitze eines Berges auf der Floating Island. Und heute schauen wir mal, ob ich noch zur anderen Basis komme, bevor es dunkel wird. Denn auf dem anderen Berg auf dieser hübschen Insel ist natürlich auch noch was man mitnehmen kann. Und ich möchte natürlich auch ein paar Proben von Pflanzen mitnehmen, denn die möchte ich dann künftig bei mir an der Basis anbauen. Und manche sind zwar nur dekorativ, andere kann man dafür aber als Nahrungsergänzungsmaßnahme benutzen. Und ein bisschen der Trick bei der Sache hier besteht darin, die Proben früh genug nach Hause zu bringen, damit die nicht verderben. Weil Pflanzenproben können auch kaputt gehen und das tun sie leider relativ schnell. Das heißt, ich werde mich jetzt hier ein bisschen beeilen müssen, damit ich noch auf den anderen Berg komme und dann zurückkomme, ohne dass alles kaputt geht. So. Hoppa. Schauen wir doch mal, ob ich da rüberkomme. Was müsste eigentlich klappen? Da sehe ich nämlich schon einen Weg. Oh, das ist prima. An dem muss ich irgendwie bei der letzten Folge ganz perfekt vorbeigerannt sein. Das hat doch echt was hier. So in lauschiger Höhe. Nur diese ganzen rostigen Dinge hier, die sind so ein bisschen... Die stehen wohl schon eine Weile hier. Oh, was ist denn das? Kisten auf dem Weg? Was ist denn das hier? Scannerraumfragment? Okay. Na dann scannen wir doch gleich mal ein Scannerraumfragment. Mitten auf dem Weg? Ich brauche 3... Verstärkter Tauchanzugfragment. Okay, das, ja, nicht schlecht. Nehme ich doch gleich mal mit. Zumindest sehe ich jetzt hier keine nervigen Krabben. Upsa, den haben wir schon gescannt. Okay, gucken wir doch mal, ob wir hier noch was finden. Wasser. Oh, Wasser ist gut. Weil Durst habe ich gerade nicht. Offensichtlich welchen. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen futtern. Oi. Das ist natürlich sehr schön. Hier gibt es nämlich einiges zu scannen. Farnpalme. Und den Laternenbaum. Ich glaube, da werde ich dann gleich mal so 1, 2, 3 Früchte mitnehmen. Oder zumindest einen. Weil den kann man anbauen. Und der Innenbeetkasten, das ist eine richtig tolle Sache. Denn dann kann man nämlich auch in der Basis selbst etwas anbauen. So. Schau ich mal, wie viel Platz ich noch habe. Okay. Alte kleine Marmormelone, alte chinesische Karten. Okay. Ich befürchte, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, um nach Hause zu kommen, bevor der ganze Zeug, bevor der ganze Kram schlecht wird. Ich würde die Insel natürlich gerne noch ein bisschen weiter erforschen, aber ich möchte erstmal unsere ganzen Sachen hier sichern. Einpacken, schnell nach Hause. Ich glaube, den Knollenbaum, da nehme ich auch noch eine Probe mit. Das ist nämlich der, bei dem man pro abgeschnittenem Teil irgendwie 10 Wasser zurückkriegt. Das haben wir ja in der letzten Folge gegessen. So, ich überlege, ob ich aus der Basis, die hier unten dran war, noch was mitnehmen soll, weil da war ja auch so ein Pflanzkasten. War auf der anderen Seite wahrscheinlich. Moment. Ja, hier. Kumpel, mach jetzt nicht langsamer, wir haben es eilig. Die Sachen gehen kaputt. So, leg mal einen Zahn zu. Ich schau mal, ob man eine von diesen Kartoffeln hier noch... Melonen? Marmormelone. Vielleicht kann man die ja irgendwie anpflanzen, das wäre schön. Da ist noch eine zweite. So, alte chinesische Kartoffel, Laternefrucht. Die wird ja ganz schön schnell alt, meine Güte. Das Zeug hält ja gar nichts.
So, dann muss ich jetzt hier hoch. Und dann werde ich noch eine Probe von diesem einen Baum. Ey, ich will da nur hoch. Nee. Das ist so ein bisschen lästig. Man bleibt hier an Steinen hängen. Mein altes Problem bei solchen Spielen. Sinnlose Hindernisse und ich laufe gegen alle. So, jetzt bräuchte ich noch so einen Baum. Genau den hier. Messerchen zücken. Na, ich hab doch was. Hä? Ah. Inventar voll. Ach, ich habe nicht mehr genug Platz. Mist. Dann esse ich das jetzt mal und schneide noch was ab. So, das hat jetzt geklappt. Prima. Knollenbaumprobe. So, und nachdem es jetzt dunkel wird, gucke ich mal, dass ich schnell nach Hause komme. Idealerweise auf Land mal kurz rüber zur Seemotte. Die muss ich nicht ganz so viel schwimmen. Eieiei. Aber dass diese Früchte auch immer schon gleich fast kaputt sind, irgendwie. Kaum, dass man sie geerntet hat, das finde ich so ein bisschen blöd. So, das hätten sie etwas sinnvoller machen können. Aber es ist ja schon gut, dass man die überhaupt ernten kann. Jetzt muss ich es nur rechtzeitig schaffen. Ich glaube, ich hüpfe gleich mal hier ins Wasser. Plöpp. Platsch. Und dafür haben wir ja den Siegleiter. So. Welcome aboard, Captain. Und ab nach Hause. Zur Hauptbasis. Es sind ja nur etwa 1 Kilometer. So, im Angesicht des Zuhauses dürft ihr jetzt wieder zugucken. Ich habe euch einfach den langen Fahrtweg mal erspart. Welcome aboard, Captain. So, packen wir gleich mal so ein, zwei hübsche Dinge aus. Denn ich brauche jetzt mal ganz dringend einen Pflanzentopf. Okay. Dafür brauche ich Titan, das habe ich ja glücklicherweise noch. Hier ist alles voll. Mann. Okay. Bauen wir mal den hier irgendwo hin. So. Hier darf dann jetzt erstmal ein hübscher Baum wachsen. Dann baue ich hier noch einen Topf hin. Ich hoffe, dass das reicht. Ja! Super. Hier kann ich also hoffentlich eine Marmormelone wachsen lassen. Nee, anscheinend nicht. Das ist natürlich blöd. Egal. Ich hatte echt gehofft, dass ich dafür mal irgendwie den Samen oder so finde. Aber offensichtlich kann man die nur konservieren. Okay, und noch ein Töpfchen für meine chinesischen Kartoffeln. Wo stelle ich denn den jetzt hier hin? Direkt neben die Tür? Nee. Das wird dann so ein bisschen sehr leer. Sehr voll, Blödsinn. Ich pack den jetzt einfach mal hier. Was? Ich habe kein. What? Ich habe kein Titan. Ach. Klar, ich konnte das letzte Jahr nicht mehr hier rein tun. So, schnell fertig machen. Und dann die chinesische Kartoffel reinpacken. Verwesende kleine Marmormelone. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen blöd. Also ich hatte echt gehofft, ich könnte die hier mal anbauen, aber irgendwie geht das wohl nicht. So. Dann packe ich mal das Artefakt weg. Irgendeine Lösung muss ich mir jetzt für diese blöde Melone noch ausdenken. Ich schau mal, ob ich hier Metall finde. Nur ganz kurz. Hier dürfte ja genügend rumliegen. Ja, da ist auch genügend. Nehmen wir gleich mal mit. Ihr seht's schon, hier kommt schon die erste Pflanze raus.
Das finde ich immer richtig cool. Die wachsen relativ schnell. Naja, jetzt packe ich erstmal das Ding hier und pinke Kappe. Die ist halt eher so dekorativ, weil die kann man nicht wirklich essen oder so. Die wächst da halt jetzt einfach. So. Da sind wir schon mal ein gutes Stückchen weitergekommen. Wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte ich zwei Pirscherzähne. Ich werde noch einen dritten brauchen, weil es gibt da eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne in dieser Basis hier bauen möchte. Und das ist die Aussichtskuppel, die Beobachtungskuppel. Die soll hier vorne drauf hin. Moment. Die wollte ich hier hinsetzen, hier außenrum. Damit man einfach ein bisschen rausgucken kann und einen schönen Ausblick genießen. Nur dafür brauche ich jetzt natürlich noch einen dritten Pirscherzahn. Zwei sind ja schon vorhanden, die habe ich in der alten Basis gelagert. Die werde ich jetzt auch mal eben kurz holen. Naja, in der alten Basis, im Livepod. In meinem schwankenden Basisersatz. Sagen wir es mal einfach so. Das gibt jetzt wieder Ärger mit Pirschern. Aber zur Not muss ich sie dann einfach wegcrashen, wenn sie zu nervig werden. Ich habe euch ja gezeigt, wie das geht. Alternativ könnten wir ja natürlich nochmal zur Insel zurückfahren. Und noch ein paar Pflanzen holen und so und unsere Basis ein bisschen schicker machen. Ich glaube, heute mache ich mal eine Deko-Folge. So eine richtig schöne Tussi-Folge. Dinge in die Ecke stellen und schön finden. Aber ich will erstmal diese hübsche Aussichtskuppel haben. Die finde ich einfach immer ganz cool. Die baue ich auch immer schnell. So, Batterie. Gold, sonst was. Ja, das Zeug brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Da ist schon wieder so ein Riesenviech irgendwie unterwegs und macht Lärm. Ist so. Mal gucken, vielleicht kann ich noch ein, zwei Pirscherzähne mehr finden oder so. Das wäre natürlich cool. Eine Kuppel ist gut, zwei Kuppeln sind besser. Wow. Was macht der denn im Cap Forest? Wieso schwimmt da so ein riesiges Viech im Cap? Okay. Vielleicht wollte er einfach mal vorbeigucken. Schön hier. Naja, warum nicht? Ich kann es ja verstehen, ist eine nette Ecke. Trotzdem verrückt. Die Viecher habe ich hier auch noch nicht gesehen. So, dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach Pirscherzähnen machen. In der Hoffnung, dass es nicht so lang... Oh, haha, perfekt. Es dauert wirklich nicht lang. Und hier ist gleich einer auf dem Boden. Eigentlich könnte ich jetzt gleich schon zurückkehren. Kalkstein. Da, da, da. Ich nehme gleich noch ein bisschen Zeug mit. Salz kann man nämlich auch immer brauchen. Was ist denn hier? Ach, Seegleiter, okay, brauchen wir nicht. Sind hier vielleicht noch ein paar Zähnchen? Okay, fordern wir mal das Glück nicht zu sehr heraus. Die sind nämlich relativ aktiv hier. Wo hatte ich denn... Hatte ich denn jetzt meine Seemotte geparkt? Ach, hier oben. Okay, dann mal zurück zur Hauptbasis, denn das ist schnell gemacht. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Glas. Habe ich schon wieder Fische getötet. Mensch, das will ich doch nie. So was Blödes. Ich habe
wir echt nur mit Selbstmordfischen zu tun. Was ist denn das? Ach, verfaulte Schlingpflanzenprobe. Ja, die liegt hier immer noch. Die habe ich doch neulich erst rausgeschmissen. Okay. Schauen wir mal, ob genug Zeug da ist. Nein, ist es nicht. Ich brauche noch ein bisschen mehr Quarz. Obwohl, nein, ich könnte eigentlich das Glas, das hier ist, weiterverarbeiten. Mache ich das doch so rum. Wie viel brauche ich denn davon nochmal? 3. Okay. So, gehe ich gleich mal hier hin. Docke dann jetzt die coole Beobachtungskuppel dran. Boah, ich finde die so genial. Die ist einfach schick. Zupp. So, jetzt sind wir bei einer Höhlenstärke von 4. Das heißt, ich werde demnächst mal schauen müssen, dass es hier wieder mal ein bisschen verstärkt wird. So. Na Leute, ist das nicht ein geiler Ausblick von hier? Ich finde das toll. Und man sieht sogar die kleine Seemotte und meine leuchtenden Kelps. Keine nervigen Stalker. Alles super. Ah, toll. So, jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen Einrichtung hinpacken. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schreibtisch. Puh, ja. Bühlchen. Dann könnte ich mal den ganzen Laborkram irgendwo sinnvoll hinstellen. Das ist auch eine Idee. So, packen wir das mal hier in die Ecke. Cool. Für einen Stuhl habe ich auch noch genug. Sehr gut. Muss ich denn da hinlaufen, damit ich den hier so ein bisschen an den... Dass das ein bisschen casual aussieht hier. Sehr gut. Und ich kann mich hinsetzen und rausgucken. Das ist doch mal geil. Und ich sehe sogar noch schönes Wetter überm Kopf. Klasse. So gehört sich das. So, dann räumen wir mal den ganzen Laborkrempel hier weg. Der kommt nämlich hier irgendwo drauf. Ja, super, passt. Passt. Wo stellen wir den denn hin? Jo. Dann sieht das hier auch noch so aus, als würde ernsthaft jemand arbeiten. Finde ich auch. Nicht total der gestresste Taucher, der hier Zeug aufstellt und so. Ja. Yeah. Ach, wobei, das mitten auf dem Schreibtisch kommt ja auch nicht so schön aus. Cool. Jetzt habe ich hier so ein paar Reagenzgläser. Sehr geil. Klasse. Gut. Dann könnte ich rein theoretisch... Warte mal, den Kasten hier... Den kann ich jetzt nicht rausnehmen. Ach, das ist ja blöd. Ja, der wächst. Oh. Nee. Ich glaube, ich packe die Melone raus und dekonstruiere einfach mal den Topf hier und stelle den einfach drüben wieder auf. Das ist natürlich so ein bisschen blöd. Wenn man umbauen möchte, dann muss man halt gleich den ganzen Kram dekonstruieren und woanders hinschieben. So. Na, wo packe ich den denn am besten hin? So, das passt ganz gut. Rein mit der Melone. Schon habe ich eine hübsche kleine Pflanze in meinem Schreibtisch. Sehr cool. Gefällt mir. Jetzt könnte ich natürlich noch einen Suchscheinwerfer draußen und drauf basteln. Dafür brauche ich Glas und Titan. Glas sollte ich eigentlich haben. So, muss ich noch ein bisschen Titan sammeln. Naja, gut. Das kriegen wir ja hin. Da liegt auch gleich welches direkt vor der Tür. Das ist doch mal klasse. Wie bestellt? Das ist bestimmt der Titan-Lieferservice für einsame Taucher TM. Weil man ja sonst keinen Spaß auf der Insel hier hat. Naja, auf dem Planeten. So, noch ein Titan. Yep.
Sehr gut. Huch. Ach ja, gut, nee. Pilze wollte ich jetzt nicht haben. Ich könnte natürlich noch einen Außenbeetkasten hinstellen und mal so ein paar schicke Pflänzchen draufpacken. Unter anderem Kelp. Ich glaube, ich nehme erstmal noch ein bisschen Essen mit. Komm mal hier, kleiner Fisch. Zup. Ja, komm schon. Der Hunger. Na, noch ein oder zwei. Das wäre natürlich schön. Noch einer? Ui. Du sollst nicht wegschwimmen, du sollst mich gleich ernähren. Salz habe ich dabei. So. Mach gleich noch ein bisschen Koralle mit. Und dann ist das Menü für heute Abend auch wieder gewürzt. Schon praktisch, dass man sich so simpel verpflegen kann. Welcome aboard, Captain. So, dann wird mal eben kurz der Snack vernascht. Was getrunken? Neue Getränke machen muss ich natürlich leider auch. So, dann sind wir jetzt wieder ein bisschen fitter. Und einen Scheinwerfer wollte ich noch basteln. Es wird nämlich bald Nacht, da ist so ein Scheinwerfer eine schöne Sache. Ich glaube, den packe ich hier so direkt aufs Dach. Mal gucken, ob er dann anfängt rumzuleuchten oder so. Ja, macht er gleich. Sehr geil. Dann kann ich mich da unten an meinen Schreibtisch setzen und dabei zugucken, wie Dinge angeleuchtet werden. Das hat doch mal echt Stil. So langsam wird das hier eine richtig coole Basis. Gefällt mir gut. So. Also ich glaube, ich werde nochmal zu der Insel zurückkehren und noch ein paar Sachen holen. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre einen Mehrzweckraum zu bauen, der dann hier hinten dran kommt. Dann könnte ich nämlich mal ein Aquarium reinstellen und so interessante Dinge tun. Mal schauen, ob der da hinpasst. Ich hoffe es ja. Passt nicht hin. Mist. Das ist jetzt doof. Das gefällt mir jetzt nicht. Dann müsste ich ihn wahrscheinlich hier hinstellen. Dann brauchen wir aber eigentlich nochmal ein Fundament. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Höhlenstärke bekommen, denn das kriegt man, wenn man die Fundamente baut. So, und dann kommt hier der Mehrzweckraum dran. Etwas mehr Platz. Finde ich gut. Was könnte ich denn hier hinten noch hinbauen? Irgendwie vielleicht noch. Naja, so ein. So ein Teil. Und das darf dann hier auch wieder hinführen oder so? Ach, ich weiß nicht. Naja. Wenn man keine konkrete Idee hat, dann sollte man es vielleicht auch einfach mal lassen. Was ich aber auf jeden Fall brauche, sind Fenster für diesen Raum. Weil sonst sieht man ja echt gar nichts. Das ist ein bisschen blöd. Das mag ich nicht so. Und den Biohazard Trashcan werde ich jetzt mal irgendwo anders hinstellen. Da steht da nämlich ein bisschen im Weg. Vielleicht kann ich auch einfach einen neuen, normalen Trashcan bauen, weil den,
den Plan habe ich dafür ja auch. Genau. Stell mir hier mal so einen Mülleimer in die Ecke. Ich möchte natürlich gerne einigermaßen gerade in der Ecke stehen haben. Dass ich mich selber ein bisschen besser positionieren. Ah. So. Gut, der ist hässlich. Oh, meine Güte. Also das sieht ja schon aus, als hätte den irgendwie jahrhundertelang niemand mehr ausgeleert. Unter Wasser und voll mit Müll. Na prima. So, mal schauen. Ein Aquarium. Da brauche ich 4 Glas für. Wow. Leute, das ist ja nicht lustig. Inbeetkasten brauche ich 2 Titan. Okay. Sammelrunde. Ich denke mal, das mache ich in dieser Folge noch und in der nächsten werden wir dann nochmal zur Insel zurückkehren und schauen, ob wir noch ein paar Pflanzen sammeln können und vielleicht noch irgendwas anderes entdecken, wer weiß. Weil so richtig viel Zeit hatte ich auch in den letzten Spielen nicht auf der Insel, weil ich immer mit dem Gedanken dorthin bin, so hey, ich brauche ganz schnell die verschiedenen Pläne. Und dann hatte ich die Taschen voll mit irgendwelchen Proben, die dann natürlich ganz schnell schlecht geworden sind. Ihr habt ja gesehen, dass das echt schnell geht. Und also so richtig Zeit genommen, um die Insel zu erkunden, habe ich mir eigentlich nicht. Und das würde ich dann schon gern mal wieder machen. Und dann könnten wir natürlich auch mal weiter gucken. Oh oh. Oh, oh, wow, wow. Böse Crashfische. Ja. Hallo, ihr Kracherfische. Ich mag euch. Vor allem, wenn ihr dort explodiert, wo ich nicht bin. Oh. Da ist natürlich nichts drin. Wo war denn der zweite? Kann ich hier noch... Ah, hier ist... Hier ist... Oh, da könnte ich mal ein bisschen Kracherfischpulver einpacken. Na? Passt. Wenn die schon explodieren, dann nehme ich das auch mit. Vielleicht kann man es ja auch irgendwann mal für was anderes brauchen. So. Boah, aber so viel Glas für so ein kleines Aquarium, meine Güte, das ist ja schon echt fies. Brauche ich richtig viel Zeug. So. Den Rest machen wir jetzt nur noch mit Quarz voll. Wenn ich mir überlege, dass die Cyclops mehrere Titanenbarren braucht, um gebaut zu werden, da wird mir jetzt schon ganz schlecht. Weil dann sehr viel Sachen entsteht. Hui. Hallo Sandshark. Tschüss Sandshark. Wir sehen uns heute nicht wieder. Zwischendrin sollte man auch ab und an mal auftauchen und nicht vergessen, dass man nicht in der Seemotte sitzt. Ui. Also ich kann mich an die Seemotte immer so furchtbar gut gewöhnen. Einfach da drin sitzen. Upsa. Den lieben Gott einen guten Mann sein. Oh, oh, okay. Da waren wir aber schon. Ja, das ist die Nummer 6, da waren wir schon, okay. Ich dachte schon, habe ich hier irgendwas übersehen? Das wäre ein bisschen peinlich gewesen. So. Jetzt bringen wir mal unsere Beute nach Hause. Hier haben wir auch schon. So. Schnell einpacken. Oh, keine Energie da. Na, das ist natürlich ganz fein. Da muss ich noch ein bisschen warten, bis dann daraus was wird. Okay, ich packe mal den ganzen Quarz weg.
Wird Zeit, dass es wieder Tag wird. Ich brauche Energie, ganz dringend. Ich könnte ja eigentlich nochmal ein Solarpanel konstruieren. Quarz mal 2, Titan mal 2, ja, das kriegen wir hin. Vor allem, das kann ich jetzt noch kurz machen. Und Quarz haben wir echt genug. Baue ich hier noch mal ein zweites Panel, ein drittes. Dann lädt er auf 75 auf, das sollte dann eigentlich reichen. Oh, kommt, das muss doch hier irgendwo einen Platz geben für die Teile. Kann doch nicht sein. Ja, reicht. Gut. Je höher man diese Solarpanels unter der Wasseroberfläche bastelt, desto eher kommt auch eine Neuaufladung zustande. Das ist der große Vorteil daran. Deswegen baue ich die hier so weit wie möglich oben. Ah. So, 4 Glas brauche ich für das eine Aquarium. Weil ich habe da nämlich so einen Schwebefisch-Fan bei meinen Zuschauern und für den möchte ich natürlich ein Aquarium bauen, in das ich dann so ein bisschen Schwebefische reinpacken kann. Zum Angucken, mal abgesehen davon, ich mag Schwebefische. Den könnte ich auch immer ewig zugucken. So, wo hat man es denn da? Einmal Glas. So, Zeit für das Aquarium. Das packe ich dann mal hier hin. Da haben wir dann auch ein bisschen Platz dafür. Oh, warte mal, der Mülleimer steht echt im Weg. Das Schöne beim Dekonstruieren ist, dass man die eingesetzten Rohstoffe auch wieder zurückkriegt. Das heißt, es geht nichts verloren, selbst wenn man dann mal irgendwas anderes macht. So. Da passen jetzt genau 8 Fische rein, so wie das aussieht. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz einen Schwebefisch holen und parke den dann da drin. In der Hoffnung, dass ich jetzt auch einen finde. Ja, hallo Schwebi, komm mal hier. Zupp, hab ich dich. Vielleicht noch einen zweiten? Ja, schön. So ein Schwebefisch. So ein Pärchen, vielleicht kriegen die dann Kinder. Nee, ich glaube, das geht nur bei den großen Aquarien. So. Und ein Bumerang. Und was finden wir hier noch Schönes? Also ich kann leider nur die Fische reinsetzen, die ich auch wirklich mit der Hand fangen kann. Ansonsten müsste ich da drin Eier platzieren und hoffen, dass da irgendwas Nettes rausschlüpft. So, dich fange ich auch. So. Dann mal kurz nach Hause und Fische reinsetzen. Ich will mich jetzt hier nicht verzetteln. Welcome aboard, Captain. Deswegen gibt es nur noch ein paar Fische ins Aquarium und dann ist gut für heute. So, mit diesem Ausblick auf mein kleines Aquarium mit 2 Schwebefischen, 2 Reifischen und einem Bumerang sind wir für heute mit der Folge durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Beim nächsten Mal werden wir einfach wieder zurück auf die Insel gehen und mal schauen, ob wir da noch ein paar Dinge rausholen können. Ich freue mich auf euch und bis dann.